So, hallo und herzlich willkommen im Wald, liebe Näserinnen und Nasen. Wir wollen heute noch mal ein wenig über die afrikanische Schweinepest reden, weil, das habe ich zwar schon mal irgendwann gemacht, ist aber weitgehend untergegangen und ist halt immer noch ein sehr wichtiges Thema und hat jetzt gerade auch aktuell neues Futter bekommen. Nämlich hat mein wichtige Zeitungsartikel Aufhebeservice in Form namens MUTTER, immer ein toller praktischer Service, mir diesen Artikel hier rausgelegt und da geht es eben unter anderem, da gibt es bestimmt in anderen Zeitungen ähnliche Artikel und im Internet findet man natürlich auch was, Zäune und Hunde gegen die Schweinepest. Für die Bekämpfung der Seuche braucht es auch im Südwesten einen langen Atem. Ja, im Wesentlichen geht es darum, dass unser Baden-Württemberger Forst- und Landwirtschaftsminister, ja genau so rum, sollte er sich eigentlich drum kümmern, macht er nicht, macht er eher andersrum und macht auch vieles, mit dem ich nicht einverstanden bin. Aber Peter Haug jedenfalls ist der Meinung, wir brauchen einen Zaun zwischen Hessen und Bavü, damit eben die Schweinepest vom Schwein transportiert, bitte nicht von Hessen nach Bavü geraten möge, da Bavü derzeit gerade seuchenfrei ist, soweit man das überhaupt sagen kann. War ja schon mal da, wir mussten ja auch einen Schweinemastbetrieb keulen, also sprich sämtliche darin enthaltenen Schweine töten, weil da Schweinepest aufgetaucht ist und afrikanische Schweinepest wohlgemerkt. Ich sage einfach im weiteren Verlauf trotzdem immer nur einfach Schweinepest, weil Zeitersparnis und grammatikalische Erleichterung meinerseits. Aber ja, jetzt überlegt man, was man da eben tun soll. Zäune ist klar, das Schwein soll da angeblich nicht durchkommen und zumindest nicht so leicht durchkommen und damit eben einfach die Bundeslandgrenze nicht durchqueren. Ist also so ein Stück weit, die Schweinepest möge bitte in Hessen bleiben. Ob das jetzt so solidarisch mit in Hessen ist, ist eine andere Frage. Andererseits, es hilft in Hessen auch nichts, wenn die Schweinepest nach Baden-Württemberg mit einwandert. Dadurch ist in Hessen ja nicht automatisch weg. Daher ja, kann man sich kloppen. Ob Zäune jetzt ein sinnvolles Mittel sind, kann man sich auch wunderbar kloppen. Werden wir jetzt im weiteren Verlauf auch noch tun. Grob kann man sagen, ein Stück weit verhindert ein Zaun die Geschwindigkeit der Ausbreitung dieser Pandemie. Was eine Pandemie ist, wissen wir ja leider alle inzwischen. Den Begriff dürfte jeder mal gehört haben in den letzten Jahren. Das ist also eine zumindest fast weltweit vorkommende Seuche. Im Fall der afrikanischen Schweinepest gibt sie in Afrika, da kommt sie her. Es gibt sie jetzt ganz offensichtlich in Europa. Es gibt sie aber auch in, Großraum China mit allem drumherum. Ja, und zumindest mal auf ein paar Karibikinseln den USA vorgelagert. Auch in Südamerika gibt es wohl ein paar kleine Fälle, wo das Ding schon ausgebrochen ist. So, wie schafft es jetzt so ein Virus, der eigentlich von Schwein zu Schwein übertragen wird? Zumindest bei uns ist das der Hauptvektor von, könnte man meinen, dass es der Hauptvektor von Schwein zu Schwein wäre. Ist nicht so, kommen wir gleich noch zu. Wie kommt der über den Atlantik, über den Pazifik oder sonstige Späße? Naja, ganz einfach durch den eigentlichen Hauptvektor, und das ist nämlich der Mensch. Ja, weil wir gerne mal eben Salami dabei haben oder Schinken dabei haben und dabei es passieren kann, dass sowohl Schinken als auch Salami möglicherweise infiziert ist. Uns darf das insofern egal sein, dass uns dieser Virus nichts anhaben kann. Eine Zoonose, also eine Übertragung, eine Durchbrechung der Artgrenze, Übertragung von Organismus A auf Organismus B, also wirklich von Schwein auf Affe zum Beispiel, ne? Der Affe wäre ja in diesem Fall wir möglicherweise, das ist nahezu quasi ausgeschlossen. Also so derart unwahrscheinlich, dass eigentlich alle Experten, die man diesbezüglich fragt, sagen, das geht nicht. Und dem würde ich mich anschließen wollen. Rein technisch gesehen, wenn man super wissenschaftlich korrekte Sprechweise verwenden möchte, dann müsste man sagen, es ist super, super ultimativ unwahrscheinlich. Also fast unmöglich, ganz unmöglich nicht. Das gibt es nicht in der Biologie. Aber so unmöglich, wie es nur unmöglich sein kann, könnte man sozusagen sagen. Gut, aber jetzt fangen wir doch mal spaßeshalber an in Afrika und machen uns ein paar Gedanken zu diesem Virus. Also, das ist ein DNA-Virus, das ist was ganz, ganz anderes und fundamental schwieriger zu bekämpfen. Andererseits erheblich langsamer am Mutieren als ein RNA-Virus. RNA-Virus, da gab es da mal so einen vor so ein paar Jahren, haben wir vielleicht ein bisschen was drüber mitbekommen, was so ein RNA-Virus tut, je nachdem, wie sehr man
Wissenschaftsleugner ist oder nicht. Hat man da vielleicht ein bisschen was gelernt oder auch nicht. Ja, und natürlich war nicht alles gut in der Zeit, möchte ich jetzt auch nicht behaupten, aber dass es sich um ein RNA-Virus handelt, ich hoffe, darauf können wir uns einigermaßen einigen. Und was die so tun, hat man da eben eigentlich ganz schön gesehen, nämlich eben in Form der verschiedenen Varianten und mutiert und dann wieder anders und dann funktioniert der Impfstoff wieder nicht und dann braucht man wieder einen neuen, weil wenn das Ding wieder mutiert und die nächste Welle kommt, dann funktioniert der wieder anders und blablub und so weiter und so fort. Und diese ganze Mutiererei, die haben wir bei dem DNA-Virus nicht, weil DNA hat im Gegensatz zu RNA, also beides ist ja Erbgut, Informationen in Form eines langen Strangs, wo draufsteht, wenn du das Ding abliest, falls du zufällig eine Polymerase bist oder ein Ribosom, dann steht da drauf, was du da jeweils tun sollst, während du da dran entlang fährst und dann bildest du letzten Endes ein Protein nach dem, was da draufsteht. Und dieses Protein, das tut dann wieder irgendwas, zum Beispiel mehr Viren produzieren oder wenn es sich um ein positives Protein handelt, dann sorgt es zum Beispiel dafür, dass du links drehende Joghurtkulturen auf rechts drehen kannst und dann bessere Freude daran hast. Ja. Besseres Beispiel ist mir nicht eingefallen. Nein, Proteine sind natürlich wichtig als Katalysatoren für diverse biochemische Prozesse im Körper. Ohne das geht gar nichts. Also die komplette Biochemie jedes Organismus, vom Bakterium bis zu uns, basiert darauf, dass wir Proteine haben, die bestimmte Aufgaben in Zellen übernehmen, teilweise auch außerhalb von Zellen. Und die werden gebildet, indem sie direkt von der RNA abgeschrieben werden im Wesentlichen. Ja? Und die RNA ist quasi eine Ribonukleinsäure, ist eine Arbeitskopie der DNA, des Oxyribonukleinsäure und die wiederum steckt im Zellkern und kommt da normalerweise nie raus. Die RNA hingegen kommt da sehr wohl raus. Das heißt, es werden immer Arbeitskopien vom Original gebildet und mit denen wird gearbeitet. Die lösen sich dann irgendwann von alleine wieder auf. Kommt jetzt also ein RNA-Virus dahergeflogen und injiziert RNA in eine Zelle, dann macht eine Zelle eine Zeit lang das, was auf dieser RNA draufsteht. Aber da die RNA ja nur eine kurzfristige Arbeitskopie in Anführungszeichen darstellt, vom Original, das so im Zellkern nicht existiert, wird die auch irgendwann wieder aufgebaut und dann ist Schluss mit dem Zauber und dann geht das auch irgendwann wieder weg. Das heißt, die Auswirkungen eines RNA-Virus sind deswegen nicht weniger schlimm, die gehen auch schneller und können bekanntermaßen gravierend sein, aber die Zelle erholt sich zumindest theoretisch irgendwann, wenn sie nicht vorher stirbt, davon. Ja? Bei einem DNA-Virus hingegen ist eben die Erbgutinformation nicht nur mal eben kurz da als Arbeitskopie, sondern dauerhaft, weil es halt DNA ist, die geschützt wird, die nicht abgebaut wird und ewig erhalten ist und damit werden ewig, solange die Zelle funktioniert, eben entsprechend Kopien von einem DNA-Virus produziert, solange eben dessen virale DNA in einer entsprechenden Zelle vorhanden ist, in diese reingehört, sprich eine Schweinezelle, ne? Muskelzelle zum Beispiel, könnte man denken, im Wesentlichen sind es aber Makrophagen, also diese kleinen Fresserchen im Immunsystem, die kennen wir von unserem Immunsystem, Schweine haben die auch und bei Schweinmakrophagen, da setzt sich halt eben die afrikanische Schweinepest rein und lässt dann von der Makrophage, die eigentlich dafür da ist, die Schweinepest aufzufressen, innerhalb der Makrophage neue Schweinepest produzieren. Ja? Und das ist das Perfide. So, und weil das jetzt ein DNA-Virus ist, mutiert der nicht, weil DNA soll ja immer wieder repariert werden und ein Organismus, egal welcher, möchte nicht, dass DNA groß viel mutiert, weil sonst würde man ja ständig irgendwelche lustigen Mutationen wie Laseraugen, Flügel, Raketenpupsantrieb oder sonstiges Zeug bekommen, ja, oder einfach Krebs. Und da man Letzteres vielleicht nicht unbedingt haben möchte, ist DNA durch vielfältige Mechanismen vor zufälliger Mutation geschützt. Und das führt dazu, dass ein DNA-Virus sehr stabil ist, weil auch ein DNA-Virus vor zufälliger Mutation grundsätzlich erstmal geschützt ist. So, und das ist dahingehend gut, dass also ein Durchbrechen durch Mutation der Artbarriere, also eine Zoonose oder Zoonose, ich bin mir nicht sicher, was die korrekte Aussprache ist, da kann man sich auch wirklich super kloppen innerhalb der Fachwelt, also das Durchbrechen der Artbarriere
ist nahezu ausgeschlossen, wenn quasi fast keine Mutationen oder zumindest keine funktionalen Mutationen an einem Virus stattfinden. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir mal krank werden könnten von dem Mist. Aber dadurch, dass er eben nicht mutiert, ist er super darauf angepasst, die eine Sache, auf die er angepasst ist, nämlich das Befallen von Schweinen, durchzuziehen. Ja? Und innerhalb des Schweins, ich habe es ja schon gesagt, befällt er auch noch das Immunsystem des Schweins. Also genau das, was eigentlich dafür da wäre, ein weiteres Voranschreiten der Virusinfektion innerhalb des Schweins zu verhindern. Und das ist halt unglaublich perfide, böse, wenn man so möchte. Man darf den Virus gerne böse finden und leider sehr effizient und erzeugt bei einem nicht angepassten Schwein. Ein Warzenschwein hat im Laufe der Jahrtausende irgendwann oder Jahrmillionen, wir wissen nicht genau wie lang, irgendwann gelernt, damit klarzukommen, alle anderen Schweine nicht. Und daher ist das Krankheitsbild unter aller Sau, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie kriegen starkes Fieber und dann Blutungen aus sämtlichen Körperöffnungen, sämtliche Körperöffnungen und verrecken innerhalb von, da gibt es verschiedene Krankheitsverläufe, verschiedene Arten, ein Stück weit der Symptomatik, aber in fast jedem Teil der möglichen Infektionsverläufe stirbt das Schwein. Also die Insgesamtmortalität, die liegt so irgendwo angeblich bei fast 100%, je nachdem welcher Quelle im Internet man glaubt, wenn man eine Expertin, insbesondere die Expertin, diesbezüglich fragt, dann meint die, naja, eher so bei 95, junge Schweine können das schon auch mal überstehen. Und wahrscheinlich würde, das ist das Nächste, wenn man jetzt mal schätzt, angenommen die komplette Weltschweinpopulation von Mitteleuropa würde durchgehend infiziert werden. Das heißt, man lässt einfach eine Durchseuchung zu, lässt den Virus hier einmal durchs Land fegen und halt so viele Schweine töten, wie er halt tötet. Dann könnten wir davon ausgehen, dass wir so irgendwas zwischen 5% und 25% der Gesamtwildschweinpopulation als überlebensfähig feststellen würden. Ja, dass die das Ganze halt irgendwie überlebt haben, nicht gut, aber doch irgendwie, wahrscheinlich dann geschwächte Frischlinge hinterher nur noch kriegen können, so sie dann überhaupt noch fruchtbar sind. Und die Wildschweinpopulation würde massiv zurückgeworfen werden, sowohl in Dichte als auch in genetischer Vielfalt, als auch in Vitalität insgesamt auf Populationsebene. Aber aussterben würde das Wildschwein so nicht. Aus wirtschaftlicher Sicht, nur damit was gesagt haben, nicht, dass ich das gut heiße, aber wäre es vielleicht sogar attraktiv, da wir derzeit aus wirtschaftlicher Sicht in Anbetracht der Schäden, die sie in der Landwirtschaft verursachen, eigentlich eher zu viel Wildschwein als zu wenig Wildschwein, zumindest in Deutschland, aber das sieht in Polen, Tschechien ähnlich aus, gerade haben. Frankreich auch im Übrigen. Ne? Belgien, Niederlande, sucht euch was aus. Wie auch immer, so viel grob mal zur Funktionsweise vom Virus. Jetzt habe ich ja gesagt, in der Wildschweinpopulation ursprünglich vorkommend, da gibt es eine, ja, fast schon ein ökologisches Gleichgewicht zwischen einer Lederzecke, in der sich der Virus auch schon vermehren kann. Das ist also ein aktiver Vektor. Nicht nur ein Vektor, der Virus von A nach B transportiert, das nennt man immer Vektor. Kann ein anderes Tier sein, kann der Wind sein, kann ein Stein sein, ein Stück Fels im Wasser, was auch immer. Da gibt es verschiedene Sachen, die als Vektor funktionieren können. Oder ein Klecks Blut, der irgendwo haftet. Dann bewegt sich der Vektor halt nicht. Ein Vektor ist es dann trotzdem. Wie auch immer, jedenfalls in diesem Fall ist es eine Lederzecke. Die unterscheidet sich von unseren Schildzecken, also die Zecke, die wir schon mal gehabt haben, wohl möglich. Die meisten von uns, die meisten meiner Zuschauer werden schon mal eine gehabt haben. Das ist fast immer der gemeine Holzbock. Das ist eine sogenannte Schildzecke. Die erkennt man daran, dass sie hinterm Kopf auf dem Rücken einen kleinen Schild hat. Der ist ein bisschen größer bei den Weiblein, ein bisschen kleiner bei den Männlein. Oder war es umgekehrt? Das weiß ich gerade nicht mehr genau. Nagelt mich da nicht fest, aber man sieht diesen Schild. So, und bei einer Lederzecke fehlt dieser Schild. Die Zecke ist insgesamt etwas schuppiger, wirkt etwas strukturell härter, weniger der Hinterleib der Zecke, der sieht ja jetzt nicht gerade sehr sympathisch aus. Ja? Und wirkt wie so eine Gummihaut, so ein Stück weit. Bei der Lederzecke ist das alles so ein bisschen lederartiger. Und die Lederzecke, die beißt sich auch nicht in der Wunde fest und hält sich mechanisch mit ihren diversen lustigen Beißapparaten in der Wunde fest oder an der Wunde fest, sondern die klebt sich rein. Die hat ein Klebesekret, mit dem sie sich so halb in die Wunde reinklebt.
klebt. Manchmal kriechen sie auch noch so ein bisschen rein, ja, und stecken so halb, einfach halb im kompletten Körper, mit dem kompletten Körper quasi in der Wunde. Und ja, den musst du dann erstmal da wegkriegen. Die sondern auch immer mehr Kleber ab und zementieren sich sozusagen ein, wenn man, je nach Lederzecke. Ja. Das ist also eine relativ unangenehme Angelegenheit. Gut, die Zecke als solche, die werden wir wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen in den nächsten Jahren. Sag niemals nie, aber die bleibt jetzt erstmal in Afrika und sorgt halt dafür, wenn sie mal ein Schwein gestochen hat, die leben auch ziemlich lange, die haben eine große Lebenserwartung, der Virus auch innerhalb der Zecke, dass bei der nächsten Impfstechen, beim nächsten Infizieren des nächsten Schweins halt eben der Virus dann wieder weitergegeben wird. Führt dazu, dass die Warzenschweinpopulationen alle irgendwann mal afrikanische Schweinepest gehabt haben. Und das Schöne ist aber, das haben sie halt eben schon so lange, dass sie so weit immun in Anführungszeichen sind, dass sie davon eine Männergrippe bekommen. Sowas in der Kategorie wie eine Männergrippe. Da wissen hoffentlich alle, was gemeint ist. Also es ist schon unangenehm und vielleicht übertreiben die manche Schweine ein bisschen, aber im Großen und Ganzen passiert ihnen nichts allzu Schlimmes und dann haben sie es überstanden. Sie tragen dann weiterhin den Virus in sich in vielen Fällen, manchmal inaktiv, manchmal ein bisschen noch aktiv, aber in jedem Fall haben sie keine großen Symptome mehr und das beeinflusst sie nicht mehr groß. Aber wenn du jetzt hingehst und schießt dir ein Warzenschwein, bitte nicht Pumba persönlich, aber alle anderen, also auch nicht alle auf einmal, aber ein solches, ja, und machst dir daraus einen Mac-Warzenschwein. Und mit dem Mac-Warzenschwein fährst du jetzt los durch Afrika und fährst mal irgendwann rüber nach Eurasien und hast dein Mac-Warzenschwein noch nicht ganz aufgegessen, beziehungsweise schmeißt die Hälfte einfach aus dem Fenster, dann besteht jetzt eine statistisch gesehen sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein arabisches Schwein auf die Idee kommt, auf der arabischen Halbinsel beispielsweise, auf die Idee kommt, jetzt da dein Mac-Warzenschwein aufzufressen, weil sowieso nicht genau weiß, was das ist und irgendwie schmeckt es und ist noch nicht gammelig genug und infiziert sich auf diesem Wege mit der afrikanischen Schweinepest. Weil der Erreger ist ein sehr harter, ein sehr gut vor Umwelteinflüssen geschützter DNA-Virus. Das ist ja das Nächste. Der besteht ja nicht nur aus DNA, das ist der Kern. Ja? Das macht ihn eben so perfide und unmutierbar. Aber drumherum hat er noch eine Kapsidhülle bzw. eine Proteinhülle und die ist sehr, sehr, sehr stabil in diesem konkreten Fall. Das heißt, man muss den, wenn man ihn kochen möchte, um ihn kaputt zu kriegen, verdammt lange kochen. Auch bei sehr hoher Temperatur kochen oder halt eben bei noch höherer Temperatur ohne Wasser irgendwie super heiß räuchern. So, und da jetzt Schweine, insbesondere Schweineprodukte, häufig eben gar nicht besonders heiß geräuchert werden, selten besonders lange und stark gekocht werden bei hoher Temperatur, führt das dazu, dass so ziemlich fast jede Wurst, Schinken oder ähnliches, die Schweinefleisch enthält, insbesondere Mettigel, sind potenziell infektiös und da ist der Virus noch nicht vollständig abgetötet und das kann uns als Mensch völlig egal sein, weil der Virus uns nicht tut, da können wir so viel essen, wie wir wollen von, der hat sogar noch eine Kalorie, nicht Kilokalorie, sondern normale Kalorie und davon wahrscheinlich auch nicht eine ganze, aber ist egal, jedenfalls, den können wir wirklich problemlos, der kann uns nichts tun. Es ist völlig unmöglich, weil es halt ein DNA-Virus ist, der nicht so schnell mutieren kann, dass er die Artgrenze durchdringen könnte, deswegen, der wird bei uns im Säuremagen zerlegt, spätestens im Darm zerlegt und verdaut und die Proteinhülle geht kaputt. Die geht wahrscheinlich schon im Mund kaputt beim Einspeicheln. Es gibt da ganz interessante, relativ neue Forschungsergebnisse bzw. Studien, dass Schweine, die man aus Versuchszwecken, ich weiß, das ist ein bisschen grausam, aber irgendwie müssen wir es rausfinden, wenn wir den Virus bekämpfen wollen. Da gibt es natürlich Tierversuche. Und da hat man Schweine eben absichtlich infiziert und hat festgestellt, dass bei der oralen Gabe von virusinfiziertem Material, zum Beispiel Schinken, Salami etc., durch das Kauen, das Einspeicheln der Nahrung und Speichel ja proteinzersetzende Wirkung haben kann, oder zumindest Schweinespeichel hat das jedenfalls, der Virus meistens dadurch schon kaputt geht und eine durch Essen Infektion zwar nicht ausgeschlossen ist, ich sag meistens geht er kaputt, meistens, nicht immer, ja, und aber trotzdem, eben wegen diesem geringen Risiko, dass er immer noch zu viel sein könnte,
beim 834. Mad Eagle, der in Saudi-Arabien aus dem Fenster geworfen wird und vom Warzenschwein stammt, ist es halt irgendwann mal passiert, dass der halt A, infektiös war und B, das Schwein, das ihn gefressen hat, nicht richtig gekaut hat und dann hat die Infektion halt zugeschlagen. So, und das Schwein wurde krank und ist verreckt und lag dann da, aus, wie gesagt, allen Körperöffnungen blutend, keine schöne Angelegenheit. So, und jetzt sind Schweine soziale Tiere. Und die sind sogar so sozial, dass sie sich um ein krankes Mitschwein durchaus mal kümmern und da ankommen, da mal ein bisschen Stupf-Stupf machen und ey, was los, ja, steh mal wieder auf und mach mal hier wieder weiter mit dem, was wir sonst so tun. Und aus dieser sozialen Anteilnahme der Gesamtsituation resultiert, dass sich dann das mitfühlende Schwein eben auch infiziert bei Rüssel-zu-Rüssel-Kontakt, bei Rüssel Analkontakt, was bei Wildschwein und auch Hausschwein völlig normal ist. Ja? Also da muss man jetzt keine falsche Scham haben und das irgendwie eklig finden. Das ist halt eine andere Art. Und dann ist eine Infektion auch schon passiert. So, und jetzt ist das nächste Schwein auch dran und dann geht das weiter von Schwein zu Schwein. Und dann haben wir also eine gewisse, insbesondere über Blut, eine sehr, sehr starke Übertragungsrate. Speichel, theoretisch übrigens auch Spermien, wäre auch möglich, dass dadurch eine Übertragung passiert. Das ist aber am irrelevantesten, weil Tiere, die infiziert sind, die werden kein großes Interesse mehr an Sex haben. Dementsprechend, und bei Wildschweinpopulationen ist das sowieso ein nur sehr selten und dann unter bestimmten Ritualen und Aufsicht der Matriarchin stattfindendes Prozedere. Daher, das spielt quasi keine Rolle, aber rein technisch wäre das bei Zuchtschweinen möglich, dass du Zuchtschwein A mit einer Besamungsapparatur, ich weiß nicht, wie man das Ding genau nennt, besamst und Zuchtschwein B auch und das Ding vorher nicht sterilisierst und auf dem Wege dann zu einer Verbreitung von ASP, afrikanische Schweinepest, innerhalb einer Zuchtschweinpopulation zum Beispiel sorgen könntest. Ne? Aber im Wesentlichen, worauf wollte ich mit meiner Mad-Eagle-Geschichte, Salami-Brötchen-Geschichte drauf hinaus, dass tatsächlich die Schweinepest vor allen Dingen durch menschlichen Interkontinentalverkehr ganz langsam sich von Afrika quasi den Weg, den die Menschen damals auch genommen hat, den fruchtbaren Halbmond entlang nach Europa fortbewegt hat und jetzt halt bei uns ist. Ja, ich werde da hin und wieder mal hier so ein paar von diesen hervorragenden Karten des Friedrich-Löffler-Institutes einblenden. Ja, das ist die deutsche Instanz, die deutsche Forschungseinrichtung, wenn es um Thema, unter anderem ums Thema Tierseuchen geht. Also eine qualifiziertere Einrichtung als das Friedrich-Löffler-Institut haben wir einfach im deutschsprachigen Raum, würde ich behaupten wollen. Ich weiß nicht, was die Schweizer und die Österreicher so treiben, aber zumindest nicht viel Qualifizierteres werden sie auf jeden Fall nicht haben. Dementsprechend kann man sich da auch wirklich drauf verlassen. Und wir sehen hier auf der Karte einigermaßen gut, wie vielleicht das Einwanderungsverhalten vonstatten gegangen ist. Natürlich wissen wir das nicht 100%. Die Seuche ist zwar anzeigepflichtig, soll heißen, wann immer man ein Schwein findet, das eben erkrankt ist oder ein Kadaver findet, der die Viren enthält, muss das gemeldet werden den Behörden europaweit. Und entsprechend ist die Datenlage relativ gut. Wir wissen aber natürlich nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist von infizierten Tieren, die einfach nie auf der Karte aufgetaucht sind. Ja. Aber soweit man das rekonstruieren kann, ist die Ausbreitung tatsächlich über die Ukraine erfolgt. Wie es bis zur Ukraine gekommen ist, das führt jetzt zu weit, das kann man auch einigermaßen gut nachvollziehen, aber ja, und von da dann halt eben, wie ihr auf der Karte erkennen könnt, eben in die entsprechenden Länder, in denen das Ganze betroffen ist. Einer der Hotspots ist sicher neben Belarus die deutsch-polnische Grenze. Das werden wir aber im weiteren Verlauf auch immer mal wieder ansprechen. Und ja, es gibt auch noch in Norditalien so einen solchen Herd, in Anführungszeichen, der ebenfalls ein bisschen ein Problem darstellt. Ja, aber nochmal, Karte kommt dann später auch nochmal auf Deutschland bezogen. So, und jetzt ist erstens mal die Frage, ja Moment mal, kann man da nicht einen Impfstoff
möglicherweise entwickeln. So, und da haben wir jetzt ein großes Problem, weil es handelt sich ja leider eben um einen Virus, der das Immunsystem befällt. Und ein Impfstoff, ein herkömmlicher Standardimpfstoff, basiert ja darauf, dass du dem Immunsystem per Antikörper verrätst, wonach das Immunsystem, das ist bei Schweinen genauso, die funktionieren ganz ähnlich wie wir, was das Immunsystem angeht, dass du denen quasi, deren Antikörpern verrätst, wonach sie gucken müssen, um den Erreger von ASP oder von was auch immer rechtzeitig aufzuspüren, dann wird der gefressen von der Makrophage. Ne? Das sind diese Makrophage, das sind diese Pac-Man-Dinger. Und Momentele, so. Jetzt ist der Scheiß aber, dass der ASP-Virus ja genau in den Pac-Man hinein möchte. Das heißt, wenn der vom Pac-Man gefressen wird, dann macht das den nicht kaputt, sondern ist am Ziel angekommen. Und deswegen funktioniert ein klassischer Antikörperimpfstoff bei der ASP so gar nicht. Da muss man also irgendwelche völlig modernen Hightech-Impfstoff-Alternativmethoden entwickeln. Und das läuft tatsächlich nur sehr langsam. Man ist da schon lange dran, aber es gibt auch nicht ganz so viel Geld wie bei der Entwicklung eines Impfstoffs für so einen anderen Virus. Ne? Und daher ist das wirklich ein schleppender Prozess. Außerdem andere Länder, andere Zulassungsbedingungen. Ich meine, in China oder in Russland, eins von beiden, gäbe es einen Impfstoff, den man schon mal so ein bisschen zugelassen hat nach den dort herrschenden Regeln. Heißt, in Europa würde das keiner haben wollen und Deutschland schon gar nicht, aber zumindest kann man dann aufgrund dessen, was dabei rauskommt, dann ein bisschen weiter forschen und hoffen, dass es dann irgendwann mal mit der Impfstoffentwicklung klappt. Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang auch ein gentechnisch veränderter Impfstoff oder einer, der mit Gentechnik irgendwie erzeugt wird. Aber das ist dann wirklich hoch spezialisierte Virologie und da reicht dann mein zugegeben für einen Forstwissenschaftler relativ umfassendes Wissen über Biotechnologie nicht mehr aus. Für einen Forstwissenschaftler, ja, es reicht jetzt nicht. Es reicht, um grobe Sachen zu verstehen, aber im Detail kann ich dann halt auch irgendwann nicht mehr mitreden. So, jedenfalls, Virus ist da, Impfstoff dauert noch. Ach so, und außerdem kommt noch erschwerend dazu, dass der Impfstoff, das wollte ich noch erzählen, muss ein Lebendimpfstoff sein. Ne? Also man kann nicht mit toten Partikelchen von dem Virus impfen. Das wäre ja noch nicht so schlimm, weil bei einem Lebendimpfstoff kann ja das Impfmaterial selber im Grunde vollumfänglich in die Lage geraten, die Krankheit selbst auszulösen. Weil du ja mit dem lebenden Erreger in infektiöser Art und Weise impfst. Und das ist natürlich gefährlich. Also Nebenwirkungen sind vorprogrammiert. Aber mit einem Totimpfstoff würde deswegen nicht funktionieren, weil du kannst nicht jedes Wildschwein in Europa jeweils eine Spritze in den Hintern jagen. Das geht logistisch einfach nicht. Das könnte man mit einem Totimpfstoff machen. Wir müssen aber oral impfen, per Schluckimpfung. Und das geht eben nur, wenn der Impfstoff in der Lage ist, quasi die Magen-Darm-Passage irgendwie so zu passieren, dass er dann trotzdem seine impfende Wirkung im Gesamtorganismus verwirklichen kann und dafür muss er lebendig sein. Ne? Also um das jetzt mal ganz einfach zu formulieren, weil es ist super, super kompliziert und da muss man dann schon wirklich Spezialist für solche Sachen sein. Aber das heißt, wir müssten eigentlich, wie wir das bei der klassischen Schweinepest, also bei der europäischen Schweinepest auch schon gemacht haben, Schluck Impfungsköder im Walde verteilen, vorzugsweise an Kirrungen, wo die Wildschweine halt regelmäßig vorbeikommen und es gewöhnt sind, dass es da so ein paar kleine Hapse zu futtern gibt. Die müssten wir dann im Übrigen auch so verteilen, dass sie nach Möglichkeit nur vom Wildschwein gefuttert werden. Das heißt, man muss die ein bisschen einbuddeln, dass ein anderes Tier keinen Sinn darin sieht, sie auszubuddeln, was nicht so ein effizienter Nahrungsausgräber wie das Wildschwein eben ist. Das heißt, der Aufwand selbst des Ausbringens eines Schluckköders wäre immer noch außerordentlich hoch. Und dann muss das Ganze, wie gesagt, ja auch noch funktionieren. Da sind wir also auch noch nicht so weit. Heißt, das Ziel der Veranstaltung jetzt muss also sein, so ein bisschen so ähnlich wie bei Flatten the Curve, ne, in der C-Pandemie, dass man eben
versucht hat, die Neuansteckungsrate möglichst langsam ansteigen zu lassen, damit eben das Gesundheitssystem bei der Versorgung der entsprechenden Patienten nicht völlig überlastet wird. So, und bei dem Wildschwein muss man jetzt ebenfalls versuchen, die Kurve zu flachen, damit die Neuinfektionen nicht so schnell durch die Decke gehen, dass eben sämtliche Schweine Europas, und es geht nicht so sehr um die Wildschweine, sondern vielmehr um die Hausschweinpopulation, was die wirtschaftlichen Schäden dann angeht, übrigens auch große ethische, moralische Schäden. Das muss man auch versuchen, möglichst gering zu halten, auch dafür zu sorgen, dass die ASP, also Stand des Wissens sollte man das zumindest versuchen. Man kann sich da auch streiten, man kann auch sagen, lieber eine Durchseuchung des Gesamtbestandes und dann einfach gucken, was passiert und dann machen wir halt wieder, fangen wir von vorne an sozusagen. Das kann man auch propagieren, aber es ist halt wirklich kein schöner Tod. Also rein aus tierethischer Sicht fände ich schon angemessen, wenn wir versuchen, das von dem Schwein fernzuhalten, was wir wieder mal verantwortet haben, weil das wäre aus Afrika nicht rausgekommen, der olle Virus da oder das Virus, wenn wir das nicht verbockt hätten, ja, Mad Eagle. Und daher sehe ich da schon irgendwo eine ethisch-moralische Pflicht zur Handlung und eben nicht dafür zu sorgen, beziehungsweise weiter dafür zu sorgen, weil noch immer sind wir einer der wesentlichen Ausbreitungsmechanismen für diesen Virus, dass der eben komplett Mitteleuropa sozusagen heimsucht und jede Menge Schweine elendig verrecken müssen. Und das ist der einzige Begriff, den man für diesen Tod verwenden darf, weil es ist halt echt nicht schön. Ja, insbesondere macht das wohl was mit einem, wenn man das mal hat mit ansehen müssen. Also gerade die Forschenden in dem Bereich, die sich das ja aus beruflichem Interesse und biologischer Wissensbildung natürlich mal haben angucken müssen. Das ist wirklich nicht schön. Und daher gilt eben auch gerade von veterinärmedizinischer Sicht da ein klares bloß nicht einfach so alles durchseuchen lassen. Ja, von den allermeisten. Aber es ist letzten Endes eine politische Entscheidung. Ja. Ethisch-moralische Entscheidung insofern, wie der allgemeine kleine Bürger da überhaupt mitreden darf oder gefragt wird oder es ihn einfach schlicht und ergreifend gar nicht interessiert, weil ich behaupten würde, dass die allermeisten in Deutschland überhaupt nicht wissen, dass es diesen Virus gibt und schon gar nicht, was der tut. Und von daher ist das alles nochmal so eine bisschen andere Geschichte. Wie auch immer, jedenfalls, wenn wir es schaffen, die Ausbreitungskurve zu flach zu halten, dann, wie bei jeder Pandemie, haben wir einfach genügend Zeit, die entsprechende Lösung letzten Endes zu entwickeln, sprich den Schluckimpfstoff, der dann auch irgendwann mal funktioniert. Der ist technisch möglich, es braucht halt einfach wirklich noch x Jahre, also 3, 4 sicherlich. Wenn es dumm läuft, noch ein paar mehr. Schwer zu sagen, ganz, ganz schwer zu sagen. Vielleicht auch nur 2. Aber in jedem Fall wäre es halt schön, wenn wir bis dahin noch Wildschweine haben und Hausschweine haben, die wir dann mit diesem Impfstoff auch immunisieren könnten. Wenn der Impfstoff mal da ist, ist er relativ günstig zu produzieren, vermutlich. Ja, das wird dann nicht so ein riesen Kostenfaktor sein. Beziehungsweise der momentane Kostenfaktor, den die afrikanische Schweinepest verursacht, ist auch schon gigantisch groß und das ist ja ein durchlaufender Posten. Der macht es ja nicht besser, der macht es nur langsamer in der Ausbreitung. Ja, aufhalten lässt sich das Ganze voraussichtlich nicht mehr. So, und was können wir denn jetzt aber, beziehungsweise erstmal nochmal, was sind die menschgemachten Faktoren, die denn zur Ausbreitung von diesem Virus beitragen? Und das wäre zum einen eben uninformierter Umgang mit Schweinefleisch. Heißt, Mad Eagle irgendwo auf der Autobahnraststätte in einen nicht schweinesicheren Mülleimer geschmissen oder einfach ins Gebüsch, holt sich dann irgendein Tier. Stimmt, passiert auch, aber das kann jeweils eine Infektion auslösen. Und die Fälle, wo wir vom Hauptinfektionsherd, der ist immer noch die deutsch-polnisch-tschechische Grenze, so irgendwo so in diesem Bereich, Haupt, es gibt noch mehr. Aber davon abgesehen gibt es immer wieder neue Infektionen irgendwo, teilweise auch im tiefen Westen von Deutschland, also geografisch relativ weit weg, die nur damit zu erklären sind, dass hier ein Sprung, weil das kann man genetisch nachweisen, der Viruspopulation bzw. Virussorte, wenn man so möchte, die eben im Grenzbereich Polen-Deutschland stattfindet,
dass die zum Beispiel auch diesen einen Schweinebetrieb, Schweinemastbetrieb, den wir in Baden-Württemberg mal haben keulen müssen, also alle Schweine töten, wurde von sowas infiziert, Direktinfektion. So, da jetzt eine Schwein-zu-Schwein-Infektion über 600, 700 Kilometer schlecht vorstellbar ist, das ist auch nicht passiert, auf keinen Fall, ohne dass man dazwischen irgendwelche Zwischeninfektionen hätte feststellen können, kann man das nur damit erklären, dass wir hier eine Infektion durch einen Menschen haben, der bei den infizierten Schweinen unterwegs war, dann zu wenig, also entweder da tatsächlich Schweinefleisch transportiert hat oder, und das ist eben auch möglich und das ist das Perfide, es handelt sich nämlich um ein sogenanntes Habitatvirus. Das heißt, das Virus selber ist ja, wie ich schon gesagt habe, vor Umwelteinflüssen so gut geschützt, dass es quasi nicht erfrieren, nicht austrocknen, nicht sonst irgendwie kaputt gehen kann oder nur sehr langsam und sehr schwierig. Wenn es also einfach irgendwo rumliegt, auf einem Blatt am Waldboden, ein so ein Viruspartikelchen, dann liegt das da für Jahre und ist für Jahre noch infektiös. Und sobald ein anderes Wildschwein jetzt da einfach vorbeiläuft und sich da auf dieses Blatt draufsetzt oder dran schlägt oder beim Rumwühlen in dem Boden wühlt, in dem halt noch einen Haufen infektiöse Viren stecken, ist das Wildschwein wieder infiziert. Das bedeutet, wenn es also dazu in der Lage ist, dieses Virus, sich einfach im Boden festzusetzen, dann klebt es auch an Kleidung, Stiefeln, Messern und sonstigen Gerät, Gewehrkolben, den du mal auf den Boden gestellt hast, was auch immer, von Jägern, die eben zur Eindämmung der ASP im Osten tätig sind und dort viel Freizeit und Engagement investieren. Und das ist auch super und wichtig, ja, also keinerweise ein Vorwurf, um eben die Ausbreitung der ASP einzudämmen, die dann aber so wirklich die enorm strengen Hygieneregeln, die man eigentlich anwenden muss im Gebiet, in dem es ASP eben gibt, hinsichtlich ihrer eigenen Kleidung und so weiter und so fort in ihrer Heimat dann ein wenig vernachlässigen. Heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass eben ein Jäger die ASP an der Grenze quasi bekämpft hat, dann einfach seine Gummistiefel nicht sauber genug gemacht hat, falls er Gummistiefel anhatte, und mit den noch nicht perfekt sauber gemachten Gummistiefeln bei Baden-Württemberg irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo genau der Ausbruch war, im Wald rumgelaufen ist, da einfach ein Stückchen Virus am Waldboden hängen geblieben ist, das Schwein da vorbeigelaufen ist, hat da gewühlt, war infiziert und zack, hatten wir da eine Kontamination. Beziehungsweise es war ja eine Direktkontamination von einer Schweinemastanlage, also vom Hausschwein. Das heißt, es muss halt könnte sein, dass es zum Beispiel ein Mitarbeiter eines Schweinemastbetriebs, der im Osten war, gewesen ist, da dreckig geworden ist und ohne sich sauber zu machen in seinen Schweinemastbetrieb und da dann halt eben eine Infektion verursacht hat. Das ist alles unwahrscheinlich. Ja? Die Chancen, dass auf diesem Wege eine Infektion zustande kommt, sind gering, aber wenn es oft genug gut geht, geht es irgendwann mal schief und dann hast du halt den Salat und dann gibt es halt ein paar tausend tote Schweine, je nach Größe des entsprechenden Mastbetriebes. Tatsächlich ist die Ausbreitung, um jetzt mal eben zum Eindämmungsgeschehen an der Grenze zu kommen, von Schwein zu Schwein eher gering, weil die Inkubationszeit beträgt relativ kurze 2 Tage im Regelfall. Das kann auch mal deutlich länger gehen, aber auch dann ist das Schwein schon nicht mehr groß in der Lage, besonders große Strecken zurückzulegen. Außerdem, in letzter Zeit, in den letzten Wochen und Monaten legen Wildschweine sowieso keine besonders großen Strecken zurück. Die laufen immer nur dann rum, längere Strecken, wenn sie irgendwo hin wollen und das denen was bringt, weitere Strecken zurückzulegen und irgendwo hinzulaufen. Da aber durch die vielen Niederschläge der Boden überall schön weich ist und sie überall schön graben können, um sich da irgendwelche Engerlinge oder Ähnliches aus dem Boden rauszuholen, ist die Wanderreichweite einer durchschnittlichen Wildschweinrotte derzeit eher gering. So, und das heißt, wenn die sich jetzt infiziert und die Inkubationszeit noch läuft und sie noch weiter rumlaufen könnten, dann laufen sie halt trotzdem nicht allzu viel weit rum, bis die ersten Schweine anfangen zu sterben, beziehungsweise so krank zu werden, dass sie halt gar nicht mehr rumlaufen. Das ist ein Stück weit das Gute bei der Sache, dass halt eben die Schweine, wenn sie dann mal wirklich Symptome haben, auch nicht mehr großartig viel wandern. Ja? Das heißt, sie können den Virus dann auch nicht, weil in dem Moment, wo sie wandern und infiziert sind, tragen sie quasi so eine Spur von Viren,
mit sich mit, während sie eben unterwegs sind und hätten dann schon ein gewisses Potenzial zur Ausbreitung des Virus beizutragen, aber halt nur, wenn sie auch wandern. Und das tun sie üblicherweise nicht. Ja, und da ist jetzt die Möglichkeit gegeben, einfach aufgrund dieser Tatsache, dass man dann hoffen kann, dass der Virus zwar als Habitatvirus in jedem Fall verbleibt, aber diese eine Rotte Wildschweine mehr oder weniger alle töten wird. Aber dann sind sie erstmal weg. Und dann ist eine weitere Ausbreitung von diesem Ort, zumindest per Wildschwein, in weitere Gegenden erstmal nicht zu befürchten. Und jetzt kann man da mehrere, jetzt kann man entweder sagen, das wäre natürlich die günstigste Methode, okay, dann ist das Projekt jetzt hier abgeschlossen und wir ziehen weiter und passen woanders auf, dass sich der Virus bitte nicht, das Virus nicht weiter ausbreiten möge. Oder man muss halt den Ort noch weiter beobachten, unter Quarantäne sozusagen stellen, einen Zaun zum Beispiel drumherum machen, um zu vermeiden, dass erst diesen kontaminierten Boden, Habitatvirus, ne, nicht nochmal Wildschweine landen, die sich dann nochmal infizieren können. Theoretisch wäre übrigens auch, da wir ja den Menschen größtenteils für Langstreckenausbreitungen verantwortlich machen, wäre es potenziell auch möglich, dass jetzt ein Wolf beispielsweise über den infizierten Boden drüber läuft oder gar da noch ein Stück Wildschwein irgendwo futtert. Infiziertes Wildschwein, das schon halber tot ist, oder auch ein Stück Wildschwein aß, das gerade an ASP gestorben ist. Das ist dem Wolf völlig egal, der kann sich da genauso wenig infizieren wie wir. Ja, also der kann das ruhig fressen, da passiert ihm nichts. Nur putzt er sich hinterher ja vermutlich nicht die Zähne. Und jetzt könnte es rein theoretisch auch wieder mit super geringer Wahrscheinlichkeit sein, dass jetzt ein junger Wolf hier ins infizierte Wildschwein reinbeißt, dann 200 Kilometer weiterläuft und da irgendwo ein junges Wildschwein fangen will. Und das ist ihm aber zu schnell. Er beißt mal kurz hinten den Hintern von dem Tier. Das entkommt dann aber trotzdem, ist jetzt aber infiziert und der Wolf hat dafür gesorgt, dass es infiziert ist. Und jetzt ist das, sorgt, gibt es da einen neuen Übertragungs-Hotspot und von da geht es dann wieder von vorne los. Das ist aber so unwahrscheinlich, dass wir das auf keinen Fall jemals bisher nachgewiesen haben und ist einfach nach wie vor auch, ja, wenn überhaupt, dann sind das marginale Ausnahmefälle. Tatsächlich ist der Mensch der Hauptübertragungsvektor, soweit man es irgendwie nachweisen kann. Das ist natürlich immer kacke, wenn wir dauernd schuld sind, aber ich habe mich inzwischen schon daran gewöhnt, dass wir eigentlich so ziemlich an jedem ökologischen Dilemma fast schuld sind und passt eigentlich ganz gut ins Bild. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wie auch immer, jedenfalls, das geht zwar theoretisch auch per Wolf, Fuchs, Marderhund, Goldschakal, Waschbär, Ausbreitung, sucht euch was aus oder einfach per Reh, meinetwegen, das am Huf noch ASP-Viren dran kleben hatte und damit wegtransportiert hat, ist alles theoretisch denkbar, dürfte aber kaum eine Rolle spielen. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Infektionsherd. Wir stellen fest, dass wir da einen Infektionsherd haben. Das kann man zum Beispiel rausfinden, indem man sehr gute Suchhunde im Gebiet hat, die darauf spezialisiert sind, in tote Wildschweine zu finden. Und im besten Fall, das funktioniert noch nicht so wirklich, aber theoretisch sogar an ASP gestorbene Wildschweine zu finden, falls die irgendwie anders riechen als ein normalerweise gestorbenes, an anderen natürlichen Ursachen gestorbenes Wildschwein, falls es möglich ist, das geruchlich irgendwie festzustellen. Aber momentan haben wir immerhin schon Spürhunde. Das ist hier auch die Geschichte hier mit meinem Zeitungsartikel Zäune und Hunde. Hunde eben Kadaverspürhunde, die halt tote Wildschweine finden sollen, damit man dann bei den toten Wildschweinen testen kann im Labor, also ein bisschen Fleisch entnehmen, ab ins Labor damit, im Labor PCR-Nachweis, ne, kennen wir jetzt alles dank C, für irgendwas muss das gut sein, jeder kennt jetzt biotechnologische Nachweismethoden im Labor, kannte ich schon vorher, das zu meiner Verteidigung. Wie auch immer, jedenfalls kann man dann nachweisen, ob das Schwein infiziert ist, wenn ja, dann kommt jetzt Schritt 2. Wir haben also eine Infektion gefunden. Jetzt wollen wir die an Ort und Stelle eindämmen. Und dafür ziehen wir jetzt einen x Kilometer großen Kreis um den Fundort und machen da eine Betretungsverbotszone und eine sozusagen stille Zone, wenn man das so nennen möchte. Oh, eine Zecke. Sehr passend zum Thema. Hatten wir ja eben gerade. Und da darf bitte keiner rein. Warum nicht?
weil die Schweine dann da innen, die inzwischen entweder jetzt schon alle infiziert sind oder bald alle infiziert sein werden, sich dann möglichst wenig bewegen, wenn man sie nicht stört. Ja? Würde man jetzt reingehen und versuchen, alle Schweine zu jagen, dann sind da ja auch welche dabei, die schon infiziert sind, aber noch fit. Also innerhalb der Inkubationszeit sich befinden. Und die rennen natürlich weg. Und wenn dann so ein Schwein entkommt und weit wegrennt, dann kann es da natürlich wieder den Virus verbreiten. Das möchten wir also nicht, dass die Schweine aus der Infektionszone in alle Richtungen davon donnern. Ja, sondern die sollen bitte schön alle als soziale Gruppe, die sie ja sind, vor Ort bleiben und als soziale Gruppe zusammen leider ein unschönes, aber dann auch beendendes Ende finden, im besten Fall. So, und bis das passiert ist, muss man jetzt eben gucken, dass in diese zentrale Quarantänezone, sagen wir mal Radius 3 Kilometer, da kann man sich streiten, welche Zahlen man da angibt, da drumherum machen wir im besten Fall quasi einen Ring aus Schützen, die sicherstellen, dass aus der Quarantänezone in der Mitte nichts rauskommt. Im besten Fall stellen sie auch gleich noch sicher, dass nichts reinkommt in die Quarantänezone, was die Wildschweine beunruhigen könnte. Und jetzt brauche ich niemandem erzählen, dass ein, sagen wir mal, 5 Kilometer Durchmesserring um ein Stück Wald, der so dicht mit Schützen besetzt ist, dass jedes Schwein, was da rausspaziert, gleich zu schießen wäre, das kannst du in der Praxis einen bundesweit gleichzeitig kannst du sicherlich realisieren. Zwei vielleicht auch noch, aber nicht mehr viele. So viele Jäger, die gerade nichts Besseres zu tun haben, gibt es halt nicht. Und man kann es auch nicht jedem x-beliebigen Gewehr in die Hand drücken und sagen, der soll da jetzt helfen. Und dadurch ist das ein bisschen schwierig. Aber im Großen und Ganzen wäre das tatsächlich das Prozedere. Dann kann man da nochmal einen weiteren Ring, meinetwegen Radius 15 Kilometer drumherum legen, indem man dann nochmal zusätzlich eben mit den Suchhunden, die Kadaver finden sollen, nochmal patrouilliert, in der Hoffnung, dass sie keine Kadaver oder zumindest keine positiv auf ASP getesteten Kadaver finden, und sicherzustellen, dass aus dieser Kernzone auch wirklich nichts entkommen ist und dass dann quasi der Virus mit den Schweinen in der Kernzone zusammen untergeht und eine weitere Ausbreitung von diesem einen Befall, wie auch immer der da hingekommen sein mag, nicht weiter stattfindet. Ja, und das macht man im besten Fall mit jedem Befall, den wir jenseits der Grenzregion haben. Also das eben Beschriebene, das soll ja mehr oder weniger eben für Fälle wie hier unten links auf der Karte gedacht sein, wo wir halt eben wirklich einen Fall in Deutschland, mitten in Deutschland sozusagen, also nicht eben am Rand des zentralen Verbreitungsgebiets des Virus, sondern irgendwo weiter drin separiert sozusagen haben. Ja? Und das, wie gesagt, seht ihr hier unten links quasi so plus minus kreisförmig eben im Bereich Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, da ist auch gleich Bayern übrigens ein Zipfel, der Spessart, nebendran. Egal, jedenfalls kann man das Gleiche natürlich eben auch in die zentral befallene Region übertragen, da macht es aber keinen Sinn, innerhalb der Region, wo es ständig Fälle von ASP gibt, da jetzt um jeden Befallsherd drumherum wieder dieses Kreissystem sozusagen hier aufzumachen, sondern da müsste man dann halt eben eine andere Lösung finden, und die gibt es in voll dieser rosa geschraffierten Fläche, die halt eben als Hauptbefallsgebiet Sperrzone 2 hier genannt klassifiziert ist, und dass man dann halt eben versucht, dann nur noch durch eine Sperrzone 1 außerhalb beziehungsweise eine Sperrzone 3 ein bisschen weiter im Norden Mecklenburg-Vorpommern, Polen, Übergang, dann eben in Polen, dass man da halt dann versucht, auf diesem Wege dann ein bisschen zu arbeiten, ja. Also das sind jetzt nur so Beispiele, wie das in der Praxis jeweils ganz konkret vor Ort geregelt wird, welche Maßnahmen da vor Ort jeweils ganz konkret ergriffen werden. Das ist jeweils Sache der Region. Das werden in Polen ein bisschen andere Maßnahmen sein, ein bisschen wohlgemerkt oder ein bisschen besser vielleicht sogar, weil sie wohl möglich mehr Manpower haben.
Könnte ich mir fast vorstellen, ne, als das bei uns der Fall ist, weil, ja, ich sag mal, wahrscheinlich, ohne jetzt den Polen in irgendeiner Form zu nahe treten zu wollen, sind die Zahl der Waffenbesitzenden, die mal eben so ein bisschen jagdlich tätig sein können, das ist in Polen wahrscheinlich nochmal ein bisschen höher als bei uns, einfach aufgrund des höheren Anteils ländlich geprägter Bevölkerung, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und ja, drum. Vielleicht. Aber das ist eine böse Unterstellung, genau weiß ich es nicht. Wer da Näheres zu sagen kann, falls da zufällig jemand unter uns ist, dann würde mich das sehr, sehr interessieren und ihr schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Und, ah ja, das war jetzt wieder eine Karte des Friedrich-Löffler-Instituts für Tiergesundheit, ne? Epidemiologie. Ah, jetzt ja. Ja, es ist sehr klein hier gerade bei mir auf dem Bildschirm. Link auch wieder in der Videobeschreibung. Das lohnt sich überhaupt wirklich, da auch mal reinzugucken in den entsprechenden Bericht, den ich dazu verlinkt habe, beziehungsweise der einer meiner Primärquellen auch dargestellt hat, selbstverständlich. Und jetzt ist die Frage, was hat das jetzt mit dem Zaun zu tun, beziehungsweise wie viel kann man da jetzt mit so einem Zaun möglicherweise noch zusätzlich erreichen? So, und jetzt war ich ja gerade erst beim Ostzaun, also dem Polen-Tschechien-Deutschland-Zaun. Und wenn man sich diesen Zaun mal anguckt, Bildmaterial blende ich an dieser Stelle ein, dann fragt man sich schon, also insbesondere in Fachkreisen, wie zum Geier soll das bitte schön ein Wildschwein aufhalten? Weil die sind ja wunderbare Grabetiere, die können sich durch so einen Zaun problemlos durchbuddeln und an der einen oder anderen Stelle, wo man den Zaun nicht super toll pflegt, da muss nur mal ein Ast drauf fallen, dann kann da auch mal ein Schwein drüber springen oder drüber steigen oder sonst irgendwie. Das ist also keine sichere Barriere, um zu verhindern, dass da Schweine nach Deutschland einwandern oder umgekehrt Schweine nach Polen einwandern und wiederkommen. Und dann den Virus dabei haben oder sonstigen Krempel, völlig egal. Jedenfalls ist es halt keine sichere Barriere. Und sie sorgt dafür, dass eben unter Umständen, und das ist jetzt das Problem, was die Naturschützer mit diesem Zaun haben, eben auch der Fuchs nicht durchkommt, der Wolf nicht durchkommt, der Elch nicht durchkommt, der Hirsch nicht durchkommt, das Reh nicht durchkommt, die Wildkatze nicht durchkommt, der Luchs nicht durchkommt. Oder alles zumindest weniger. Das heißt, wir haben eine Zerschneidung von gerade eben dem sehr wichtigen Lebensraum der Grenzregion zwischen zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern und ja, Polen. Welcher Teil von Polen auch immer da drüben liegt, tut mir leid, da kenne ich mich wieder nicht genug aus. Jedenfalls, da wandern beispielsweise die Elche durch. Und die Elche sind ja eigentlich, kann man sich auch wieder super drüber streiten, aber eigentlich ja erstmal willkommen. Jetzt ist die Frage, kann so ein Elch mit seinen 1,80 Meter langen Beinen, ja, nicht ganz, aber manchmal fast, ja, kann der da nicht einfach drüber steigen? Ja, aber tut er das? Nicht unbedingt, weil der ist halt auch eher vorsichtig. Ein Elch ist auch ein Fluchttier und eher auf Vorsicht getrimmt. Und da kann es also auch sein, dass der einfach beschließt, ja, dieses komische Zaungebilde ist mir nicht geheuer, auch wenn das nur sehr klein ist. Ich gehe mal lieber wieder und dreht um und verschwindet nach, ja, bestenfalls oder schlimmstenfalls Russland und wird bei uns nie wieder gesehen. Ja. Kann man sich jetzt kloppen, inwiefern das schlimm ist oder auch nicht, aber so könnte das durchaus laufen. Und ein Marderhund, ein Goldschakal oder sonst wie kommen da auch nicht durch. Beim Marderhund ist das sicher nicht so schlimm, beim Goldschakal wäre es schon schade. Und auch die Wolfspopulation, die ja in einem stetigen Austausch, denen ist ja völlig egal, ob die in Polen oder in Deutschland unterwegs sind, gerade im Bereich der Lausitz, Ober-, Unter-, Mittel-, Niederlausitz, da sind irgendwas davon gibt es. Ja, vielleicht nicht alles davon, aber mindestens ein oder zwei davon gibt es. Und gerade in dem Bereich ist ja alles eine sehr große Grenzregion, Dreiländereck und so weiter und so fort. Und da sind jede Menge Wölfe eben auch grenzübergreifend unterwegs und die Gene müssen auch aus der baltisch-deutschen eigentlich eher Wolfpopulation grenzenübergreifend weitergegeben werden. Für den Wolf existiert da keine Landesgrenze. Das ist dem Schnurzpiep egal. Der spricht weder Polnisch noch Deutsch. Tja,
Und das hat schon Auswirkungen, auch gerade fürs Reh. Es gibt auch ein paar prominente Fälle, wo ein paar zugegeben vielleicht nicht die schlauesten Rehe, aber halt doch auch sympathische Rehe im Zaun hängen geblieben sind und dann verreckt sind, elendig, weil sie einfach im Zaun hängen geblieben sind, sich da drin quasi verheddert haben. Ja, wie gesagt, nicht unbedingt Survival of the Fittest, ne? Beziehungsweise man könnte von besonders dummen Rehen und dann natürlicher Selektion sprechen. Und zwei, drei Rehe, die da drin hängen bleiben, ist gemessen an dem möglichen Nutzen, die der Zaun vielleicht haben könnte, vielleicht, da kommen wir gleich zu, ein eher geringer Preis, aber es spielt schon eine Rolle. Also gerade auch das Empfinden der Menschen vor Ort, das weiß ich ja, ich war ja gerade da, zu diesem Zaun ist äußerst negativ. Mögen tut den eigentlich keiner. Und zugegeben, er ist auch nicht besonders hübsch. Und es hat auch sehr lange gedauert, den Leuten vor Ort, auch dem gewöhnlichen Waldbesucher, sage ich jetzt mal, beizubringen, dass dieser Zaun nicht bedeutet, dass man da nicht rübersteigen darf oder nicht durchs Tor gehen darf. Man soll das Tor bitte nur hinterher wieder zumachen. Das heißt, der Zaun hat keine Relevanz für Menschen. Die dürfen da durch, ja, also das freie Betreten des Waldes ist damit nicht eingeschränkt, also praktisch ein bisschen schon, aber zumindest nicht so, dass du nicht auf die andere Seite kommen würdest. Aber das haben auch viele lange Zeit erstmal nicht kapiert. Das heißt, der Huf, den dieser Zaun genießt, insbesondere da halt eben auch Wildschweine drunter durchkommen, wenn sie das wollen, und an manchen Stellen das wirklich überhaupt kein Problem ist, der ist bescheiden. So, wofür ist er jetzt trotzdem gut? Naja, statistisch gibt es halt doch auch Schweine, insbesondere Keiler, die halt faule Säcke sind, was ich im Prinzip nachvollziehen kann, dass die dann merken, oh, da ist so ein komischer Zaun. Ich kann mich da jetzt drunter durchgraben. Oder ich laufe einfach dran entlang. Und dann machen sie häufig Letzteres und laufen einfach dran entlang. Und dann sorgt der Zaun schon für eine gewisse Reduktion der Wildschweinwanderung in Richtung Deutschland. Beziehungsweise eben, der Zaun steht ja komplett auf deutscher Gemarkung, ich glaube 5 Kilometer von der Grenze entfernt, irgendwie so plus minus grob, dass dann halt das Einwandern weiter rein nach Deutschland ein Stück reduziert wird. Aber es gibt da wenig wirklich verlässliche Zahlen für. Daher, die einen sagen so, die anderen sagen so. Jetzt ist der ökologische Schaden dieses Zauns, betrifft halt ein paar Tierarten. Betrifft Reh, betrifft Rotwild. Den Elch habe ich jetzt zwar erwähnt, aber ob das wirklich ein großes Hindernis für ihn darstellt, das dürfen wir vielleicht bezweifeln. Wenn nicht, ist es ein ziemlich dummer Elch, der da gerade angekommen ist, der nicht über so einen 80 cm Zaun drüber steigen kann mit seinen 2,20 m Beinen. Die werden jedes Mal länger, ich weiß. Elche sind aber auch wirklich Riesenviecher. Wie auch immer, jedenfalls, also ich denke mal, so 1,40 m, 1,50 m hat er wirklich Beinlänge. Also so ein durchschnittlicher polnischer, baltischer Elch, das darf man schon mal vermuten, dass sie das durchaus hinkriegen. Ja? Also um mal eine realistische Zahl genannt zu haben. Natürlich auch mal ein bisschen weniger. Aber ja, der kann problemlos über den Zaun drüber steigen, das geht. Gut, wie auch immer. Gewisse Durchschneidung, Zerschneidung des Lebensraums, ja. Gewisser positiver Nutzen sicher auch. Was so ein Zaun auch noch tut, insbesondere mit der sehr, sehr unrealistischen Forderung des damals zumindest sich im Amt befindlichen, ich bin da nicht ganz auf dem Laufenden, wer da jetzt gerade welchen Posten inne hat in Sachsen, aber zumindest damals, als der Zaun angelegt wurde, hat der Zuständige, der bei uns in Baden-Württemberg, der Peter Haug ist, also der Landwirtschafts- und Forstminister, Forst- und Landwirtschaftsminister aus meiner Sicht, hat halt gemeint, man müsse den Bestand an Wildschweinen im Land um 90% reduzieren. Das ist völlig lächerlich, das geht einfach nicht. Ja? Hätte das geholfen? Wahrscheinlich schon. Ist das technisch irgendwie machbar? Keine Chance. Völlig utopisch, niemals. Wildschweine sind sehr schwer zu bejagen. Die sind hochintelligent, deswegen sind sie schwer zu bejagen. Das ist der wesentliche Grund. Und selbst mit
fiesen Methoden sozusagen mit unweitmännischer Jagd auf Wildschweine, die halt eben den Tieren wenig Chancen lassen. Normalerweise lässt der weitmännische Jäger ja dem Tier eine gewisse Chance, auch mal zu entkommen, weil ich meine, der eine hat einen Hightech-Schießprügel und der andere, der hat Hufe und das ist nicht ganz ausgeglichen und daher will man dem Tier eine gewisse Chance lassen. Das finde ich auch prinzipiell nicht falsch, ja, eigentlich auch gut in den meisten Fällen. Es gibt ein paar Sachen, wo das ein bisschen ausufert, aber im Großen und Ganzen bin ich da durchaus ein Fan von. Aber in diesem Fall könnte man ja dann mal darauf verzichten, weil der Nutzen einfach der schnellen Populationsreduktion höher einzuschätzen sein könnte, ich betone könnte, als ja, das ethische Tierleid, das dann durch eine, ich sag mal, verschärfte Jagd möglicherweise stattfinden könnte. Aber selbst wenn du die Jagd, keine Ahnung, wenn du mit einem MG im Wald rumballerst, was ja völlig idiotisch wäre, das hätte man viel mehr Kollateralschäden als alles andere. Man würde Bäume kaputt machen, man würde Wanderer kaputt machen, man würde andere Tiere kaputt machen. Spätestens Wanderer kaputt machen wäre, glaube ich, nicht so gut fürs Image. Das heißt, das ist einfach nicht möglich. Das geht nicht. Es gibt keine funktionierende Methode, um in irgendeinem Bundesland oder gar in Gesamtdeutschland die Wildschweinpopulation um 90% zu reduzieren, ist einfach utopisch. Das allein schon zu fordern, ist ein Stück weit, meine Kollegin vor Ort, die den Zaun im Revier hat, gibt mir da recht. Sie hat sich durchaus auch schon offensichtlich genug darüber aufgeregt. Sollten Sie das zufällig sehen, nochmal herzlichen Dank für die Führung. Wie auch immer, jedenfalls ist katastrophal. Ja? Also der Zaun, ja, man kann sich trefflich drüber streiten, jedenfalls kann man sicherlich in den Raum werfen, dass ein Stück weit so ein Zaun ein gewisser Aktionismus ist. Und Aktionismus im Wald ist immer eine blöde Idee, weil Waldökosysteme halt immer langsam funktionieren. Und da jetzt mal eben eine kurzfristige Lösung reinzuballern, das funktioniert innerhalb von Legislaturperioden und ist innerhalb von Legislaturperioden vielleicht dafür geeignet, diese nochmal um eine weitere zu verlängern. Wohl möglich. Aber ist in jedem Fall fast immer ein Politikum und ist mit großer, großer Vorsicht zu behandeln. Es gibt da innerhalb der Fachpresse den schönen Begriff, den ich auch gerne immer mal wieder aufgreife. Leider habe ich vergessen, von wem er stammt, aber die Keimruhe forstlicher Gedanken. Wenn immer mal jemand eine Innovation hat, die man im Wald vielleicht einführen könnte, dann muss diese Idee erstmal Keimruhe. Das nennt man so, wenn ein Samen fällt vom Baum und muss jetzt x Monate, teilweise sogar Jahre, je nach Pflanze, rumliegen und nichts tun, bevor er überhaupt keimfähig ist. Und dieser Vorgang, dieses keimfähig werden, dieses Nichtstun, dieses Reifen, ganz langsame Reifen, das nennen wir eben Keimruhe. Und neue Ideen im Wald sollten, zumindest nach Meinung einiger, auch einer gewissen Keimruhe unterliegen, damit man eben sicherstellen kann, dass man hier nicht irgendwelche super neuen, schnellen Ideen schnell umsetzen möchte in einem nicht schnellfähigen Ökosystem. Und das ist häufig so, dass das nicht viel bringt. Und daher ist eine gewisse Starrheit des Forstsystems, des Forstkörpers, wenn man so möchte, gegenüber Neuerungen, in der Vergangenheit auch oft mal eine gute Idee gewesen. Es ist auch eine schlechte, es gab auch Phasen, da war das schlecht, zum Beispiel die Fichte ein bisschen zu reduzieren in ihrer Anbauhäufigkeit, das hätten wir deutlich vorher anfangen müssen. Da war also die Keimruhe der Idee des Mischwaldes über den Fichtenwald leider was Schlechtes. Ja, aber es gibt halt durchaus auch Fälle, wo das grundsätzlich gut ist und man sollte in einem langlebigen Ökosystem eben keinen blinden Aktionismus betreiben. Und wenn man jetzt mal eben spontan einen Zaun an der Grenze von Hessen baut, dann hat das schon so ein Geschmäckle, dass das jetzt vielleicht ein bisschen in Richtung Aktionismus geht, weil der Herr Haug wieder gewählt werden möchte. Ja? Und ich bin grundsätzlich nicht sehr zufrieden mit meinem Forstminister, also unserem hier im Ländle. The Land meine ich natürlich. The Land. Wo habe ich den Aufkleber? Es gibt Baden-Württemberg-Fanartikel, unter anderem nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Und drunter The Land.
Ich wollte eigentlich einen in Sachsen irgendwo hinkleben, habe es aber leider vergessen. Ist zum gesamtdeutschen Zusammenhalt vielleicht besser, wenn ich solche Aktionen unterlasse. Ne? Sachsen ist wunderschön. Ja? Also braucht sich überhaupt nicht verstecken. Also wenn man Natur mag, überhaupt nicht. Da kann The Land zwar mithalten, aber übertreffen auch nicht. Ne? Also das sind beides wunderschöne Bundesländer, was Natur angeht. Wie auch immer. Jedenfalls bin hiermit nicht einverstanden. Ja? Das mit den Hunden und mit dem relativ viel Geld, was jetzt da zum Monitoring ausgegeben wird und dass man dieses relativ kleine Ausbrechen der Schweinepest, was wir jetzt in Hessen haben, eben lokal wieder eindämmen möchte, in der Hoffnung, dass es da dann auch wieder wegstirbt. Es wird dann wieder weitere Fälle geben. Wir kriegen die Schweinepest aus dem Land, also aus der Bundesrepublik, nicht mehr raus. Lokal in vergleichsweise kleinen Gebieten könnte es noch klappen. Da wäre es aber sinnvoller, nicht einen Grenzzaun nach Bundeslandgrenze zu ziehen, sondern lieber einen kreisrunden Zaun von 30 Kilometern oder noch mehr, 50, 100, was auch immer, so groß wie der Kreis halt sein kann, um das Gesamtgebiet, in dem überhaupt Infektionen stattgefunden haben. Also so ein, ich halte mein Bundesland sauber und das andere Bundesland, das ist mir scheißegal. Das ist sicherlich nicht zweckdienlich und es ist ja auch nur eine imaginäre Grenze. Für ein Tier ist es scheißegal, ob das in Thüringen, Schleswig-Holstein, Bayern oder Mallorca rumrennt. Ja? Landesgrenzen spielen da eben keine Rolle. Okay, die Grenze zu Mallorca, die ein Mittelmeer ist, vielleicht schon. Und in Anbetracht dessen, wie die Mallorcaner sich jetzt derzeit gerade beschweren über uns Touristen, also ich war nie da, also das bin ich nicht schuld, hoffe ich, aber finde ich sehr sympathisch im Übrigen, kann ich auch sehr nachvollziehen. Also ich möchte die Ballermann-Koppe auch nicht haben. Also von daher alles nachvollziehbar. Egal, führt jetzt zu weit und hat nichts mehr mit dem Thema zu tun. Jedenfalls, die afrikanische Schweinepest ist nach wie vor wahnsinnig gefährlich. Infektionen von Schweinemastbetrieben sorgen dafür, dass dort alle Schweine getötet werden müssen, um eine weitere Ausbreitung zu reduzieren. Das ist ganz klar gesetzlich so geregelt. Das wird sich auch nicht ändern. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, das möglicherweise mal anders zu tun. Und das Fleisch hinterher darf zumindest nicht regulär verhökert werden, weil es könnte ja infiziert sein. Das könnte ja auf diesem Wege, dass es in der Gegend rumtransportiert wird, irgendwo vom Laster fallen und als Mettigel dann wieder vom anderen Wildschwein gefressen werden. Dann geht der ganze Spaß woanders wieder los. Theoretisch wäre das Fleisch aber aus so einem gekeulten Betrieb problemlos für den menschlichen Verzehr nach wie vor geeignet. Man müsste sich halt trauen. Man müsste halt bereit sein, dafür dann immer noch ein bisschen Geld zu bezahlen, damit der entsprechende Mastbetrieb, der jetzt da gerade große Probleme bekommen hat, weil ihm halt sein Schweinebestand verreckt ist auf diesem Wege, beziehungsweise verreckt wurde eigentlich eher, dass der nicht völlig in den finanziellen Ruin getrieben wird. Jetzt ist halt die Frage, ist er schuld, ist er nicht schuld? Hat er Hygienemängel gehabt in seiner Schweinehaltung oder ist es reiner Zufall? Und das weiß man auch immer nicht so. Das ist ein Dilemma und es ist halt einfach Kacke. Ja? Worst-Case-Szenario, der komplette deutsche Schweinemarkt bricht zusammen, also Schweinefleischmarkt. Das wäre finanziell, bruttoinlandsprodukttechnisch, richtig gravierend, weil wir einer der größeren Schweinefleischproduzenten in Europa sind. Also das ist so das Nutztier, das wir wirklich nicht zusammenbrechen haben sollten, wenn wir nicht eine wirklich schwere, viele Milliarden schwere finanzielle Wirtschaftskrise in dieser Hinsicht erleiden wollen. Also das wäre wirklich, wirklich gravierend, also auch für Leute, die irgendwie an der Börse unterwegs sind und so weiter und so fort, nicht gut. Könnte auch lebensmittelpreistechnisch durchaus Auswirkungen haben und. Nicht gut, wirklich gar nicht gut. Zweitens Schlimmes passieren kann, wäre eben eine maximal so 75-80%ige, 90%ige Ausfallreduktion sozusagen unserer Wildschweinpopulation, eben runter auf einen kleinen Rest, der dann arg geschädigt und kränklich, aber vermutlich mindestens kurzfristig erstmal immun gegen die afrikanische Schweinepest das Ganze überleben würde. Bei den paradiesischen Schweinebedingungen, die wir derzeit im Wald haben und in der Natur und so weiter und so fort, würde sich aus dieser überlebenden Population der Wildschweinbestand, aber Stand heute, Stand des aktuellen Wissens, relativ fix auch wieder erholen und innerhalb von wenigen, ganz wenigen Jahrzehnten, ein oder zwei,
zumindest wieder auf fast das Niveau, was wir heute haben, zurückkehren. Ja, also ökologisch gesehen, ökologisch wertet ja nicht. Ist es nicht weiter dramatisch. Wäre höchstens ein Thema, wenn was aussterben würde, das wird auf keinen Fall passieren. Ethisch, moralisch geht es mit extrem viel Tierleid einher und wirtschaftlich kann es ganz, ganz böse enden. Und ethisch, moralisch gesehen, auch wenn wir jetzt die Hausschweine nochmal betrachten, ist ein massenhaftes Keulen von vielen, vielen Millionen Schweinen, die dann auf keinen Fall verwertet werden können, schon gar nicht als Tierfutter für irgendwelche anderen Tiere. Das auf keinen Fall, weil das sind ja dann wieder Schweine im Grunde. Vielen anderen Tieren, außer vielleicht Hühnern, kannst du ja Schwein wieder gar nicht verfüttern. Und ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, Schweine zum Kannibalismus zu erziehen. Das soll man anscheinend auch irgendwie nicht machen, damit die sich dann nicht gegenseitig beißen, weil sie auf den Geschmack gekommen sind, habe ich mal gehört. Ich weiß aber nicht, was da dran ist. Fragt jemand, der sich damit dann auskennt. Aber blöd, ja. Also die ASP bleibt sehr kritisch. Wir sollten schon Geld ausgeben, meiner Meinung nach, um möglichst ohne große Kollateralschäden zu verursachen, eine Ausbreitung innerhalb von Deutschland und auch weitere Ausbreitung nach Deutschland so gut das geht einzudämmen, ob national abschränkende oder Bundesland einschränkende Zäune so eine gute Idee sind, da bin ich mir allerdings gar nicht sicher. Ich würde behaupten wollen, besser Rundumzäune. Zäune, ja, Zäune sind schon hilfreich, aber kurzfristig um ein befallenes Gebiet und dann muss der Zaun auch wieder weg, damit da halt auch einfach der Artenaustausch und das freie Bewegen der Wildtiere in der Natur dann halt auch wieder möglich ist. So, ich hoffe, ihr seid jetzt auf dem Laufenden. Das ist jedenfalls das, was ich nach bestem Wissen und Gewissen zur afrikanischen Schweinepest und nach einiger Recherche natürlich, ich habe mich auch nochmal auf den aktuellen Stand gebracht, sagen kann. Ich nerv jetzt nicht groß mit Zahlen, ne? Das sagt einem eh nichts, wenn man da jetzt besondere Zahlen hat, wie viele sind da wann, wie wo befallen und so weiter und so fort. Vielleicht habe ich irgendwo ein bisschen was eingeblendet, wenn ich gerade dran gedacht habe. Und wenn nicht, dann merkt euch einfach, es ist ernst. Ja, es ist nach wie vor ein großes Problem. Und ja, wir können es nur so gering wie möglich halten, bis dann irgendwann mal dieser Impfstoff da ist und dann hoffen, dass der dann hoffentlich auch funktioniert. So, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Nächstes Mal wieder ein hoffentlich etwas erfreulicheres Thema. Und ja, das ist es gewesen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal und tschüss.